Großonkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Es steht geschrieben. Ein Feuer wird eine Furche in den Himmel. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Es scheint unwahrscheinlich, dass Deckard Cain so lange unten in der Kathedrale überlebt hat, oder? Er lebt. Und ich werde ihn retten. Ihr scheint euch da ziemlich sicher zu sein. Wisst ihr etwas, das ich nicht weiß? Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, stark als Christian, den Dämonen in die Hände fiel. Verborgener Keller. Folgt mir. Er hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Hauptmann Dalton? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elton ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, tritt... Stram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Wie ist eure Mutter gestorben? Nun, die Details sind schwammig, aber
ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Die berüchtigte Kathedrale von Tristram. Ich bin jetzt in der Nähe des gefallenen Sterns. Der Stern also zu Boden gefallen. Das Ziel meiner Jagd muss in der Nähe sein. Ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leorics Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Skelett, König! Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt! Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe! Wachen! Bringt mir seine Knochen! Thank you.
Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Leia hat mich um Hilfe gebeten. Sie wird erleichtert sein, euch wiederzusehen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leia wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe Leia versprochen, ihren Onkel Deckard Cain zu retten. Als ich ihn fand, stand er dem Skelettkönig gegenüber. Und nun versperrt mir dieses Scheusal den Weg zum gefallenen Stern. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Ich habe nur eine Frage. Was wisst ihr vom gefallenen Stern? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Was habt ihr über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ein tragisches Ereignis, doch ich kann den gefallenen Stern nicht erreichen, ohne ihm gegenüberzutreten. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf.